Hallo und willkommen zurück bei Pokémon Emerald Nuzlocke Randomizer. Wir schauen uns hier ein wenig um. Wir wollen kämpfen. Lieben gerne sogar. Vögel, mach mal Wing Attack und Latios. Das Dragon Breath. Wing Attack und Dragon Breath, hört sich gut an. Seepair, so Wing Attack und Dragon Breath. Das ist recht easy. Bis auf das Latias nur leider nur Dragon Breath kann als Attacke die angreifen. Es ist sehr funny, ja. So, alter Mann. Kann man da runter? No. Oh. Ein Ball. Nee, Item nicht. Ganz ruhig, Miki. Ja, kämpfe! Oh, süß. Das habe ich mir damals auch tatsächlich gefangen gehabt. Seemobs. Um hier die Weiterentwicklung zu kriegen. Ich komme gerade auf den Namen. Ich komme wirklich auf den Namen. Das ist ja peinlich. So, vertauschen. Da kommt man hier rein. Du konntest, weil das Schiff sich nicht bewegt. Na dann. Da kann man einen Taucher einsetzen. Haben wir leider noch nicht. Du möchtest ja bestimmt kämpfen, oder? Nicht. Langweilig. Escape Rope. Fluchtseil also. So, dann können wir hier hoch. Der kleine Schwimmer möchte kämpfen. Mit seinem kleinen Metal. Wing Attack. So, Doppelkampf. Wing Attack und Dragon Breath. Wing Attack, Dragon Breath. Wing Attack, Dragon Breath. So, 33 reicht mir erstmal mit Taumoga, ehrlich gesagt. Pet. Und Möter. Revived. Können wir dann wieder verkaufen. Das ist ja quasi das Item, was wir nie gebrauchen werden können. Ein Pärchen, ein Couple. Mit Volbeat und Illumise, genau. Ja, Surfer. Trifft wenigstens beide. Psybeam. Psybeam. Surfer. Das war easy. So, jetzt haben wir. Müssen wir wieder hier was eintragen und Pokenuff. Jetzt kriegen wir. Was kriegen wir denn hier? Storage Key. Was bringt uns das? Was uns das bringen? Icebeam haben wir dafür gekriegt. Hat sich doch gelohnt. Finde ich. Und es reicht ja, dass ich das finde. Ist ja mein Spiel. So. Twister. Und Twister. Ich bin überlegen, ob ich wirklich Sedra-Kinder mitnehmen soll, aber ich wüsste gerade nicht wofür. Also, ein bisschen Seepair und das dann zu Sedra-King weiterentwickeln. Rare Candy war hier in dem Stein drin. Das wusste ich noch von damals. Beziehungsweise habe ich ja letztens auch ein Let's Play geschaut, wo das Smaragd an sich nur durchspielt. Also Mülter ist mir gerade ein wenig zu schwach. Und was war Psybeam auf den Tentacher? Wieso überleben alle so ganz knapp? Mach mal Surfer und was auf Psybeam. 33 Mülter. Ich möchte auch nochmal betonen, dass sich Mülter leider nicht weiterentwickelt. Normalerweise gibt es da ja eine Weiterentwicklung, aber hier gibt es keinen Dunkelstein in dieser Edition. Ich frage mich, wann sich Kramux weiterentwickelt. Ich glaube, da gab es ja eigentlich eine Weiterentwicklung. Alles klar. Handel, I need you. Shockwave. Shockwave. Mega Punch. Ich glaube, wir haben es doch bald geschafft. Viel ist hier nicht mehr. 109. Hab ich gesehen.
habe ich gesehen. Great Ball. Great Ball. Hui, wir wechseln nach Vögeln. Da dürfen wir eigentlich erstmal kein Problem mit haben. Bleib einfach drin, es ist zu deinem Besten. A ball that works better on Pokémon on the ocean floor. Ja, sind wir eigentlich, ne? ja. Ich nenne es als kleine, als kleinen Hint an, ach, an die echte Pokémon-Serie. Nenne ich es James, ne? James. Denn da hat es ja immer hier James gefressen. Und das finde ich lustig. Ist ja mega lustig. Oh oh. Hätte ging es ja gar nicht so gut. Und du machst Psybeam. Du machst Wing Attack und du machst Psybeam. So. Das Geile, das sind aber alle, die nicht mehr trainiert werden sollen, sind alle geschwächt. Das ist natürlich nicht so gut. Hier steht doch auch einer. Panzer-Eron. Das ist die Scheiße jetzt. Was machen wir dagegen? Was machen wir? Das machen wir. Und Mega-Punch. Und Mega-Punch. Shockwave dürfte eigentlich... Ja, genau. Hätte ich von Anfang an machen können. Nochmal. Zwei Panzer-Eron. Ist ja schon krass. Da gibt es aber keinen Vogelfänger. Wing Attack. Langsam werden meine Pokémon auch etwas schwächer von den HP. Also lange halte ich das nicht mal durch. Aber ein bisschen geht ja noch. Deswegen kommen ja eh nur so Goldies. Wing Attack. Was möchte? Feather Dance. Ich glaube, das bringt nichts, ne? Envelop the foe with them. Ach. Ha! Ist ja langweilig. Ach. Entwickel dich lieber. Da tust du was Sinnvolles. Ist halt so sinnvoll, sinnlose Attacken zu lernen. Oh Gott. Ich wollte eigentlich mein Pokémon wechseln. Auf was wechseln wir denn? Wir wechseln auf Latias. Wieso hängt ihr eigentlich hier auf so einer einsamen Insel ab? Das finde ich eine berechtigte Frage. Weil es auch völlig sinnlos ist normalerweise. Oder eigentlich, oder was auch immer. So, wir sind da. Wir sind da. Wir wollen natürlich erstmal ins Poké-Center eigentlich die Pokémon heilen. Diddlin. Jetzt gehen wir hier hoch. Und hier gab es noch einige interessante Stellen. Warte mal, hier war zum Beispiel was. So, hier habe ich ja schon was gefangen, deswegen. Rare Candy, ja krass. Wusste ich, dass hier ein Sonderbonbon ist. Und was ich auch kurz mache, das habe ich ja schon länger angekündigt quasi. Hier kämpft, ne? Das habe ich ja schon länger angekündigt. Natürlich nicht. Erstmal besiegen wir die jetzt, ist ja easy. Ich darf hier nämlich noch was fangen. Ein Togetic soll es sein, gerne. Süß. So, und das auch als kleiner Hint an die echte Pokémon-Staffel, Misty. Habe ich mich vertan? Misty, wie die so geschrieben? Keine Ahnung, ist mir egal. So, jetzt haben wir nochmal zurück hier kurz, langsam fühlt sich wenigstens unsere Box wieder. Nachdem sie ja kurz wirklich, nachdem ich auch kurz Angst hatte ein bisschen darum. Muss ich ja so auch ganz ehrlich zugeben. Ja. Din, 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 din. So, wir fahren den Fahrradweg hier hoch.
Oh, ist das ätzend. Alle im Weg immer. Junge! Ich hab da, der fährt mir jetzt auch noch einen Weg rum. Jetzt hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. So, hier müssen wir nämlich jetzt auch hin. Denn schon hier geht es weiter. Aber erstmal möchte Walter was von uns. WhatsApp. So, er hat nämlich New Malvenfro City hier gebaut. So schimpfig. Ja, ich glaube, gebaut kann man dazu ruhig sagen, oder? Und jetzt hat er da ein paar Probleme. Und wir müssen das dann wieder halt lösen. Fantime. Warte mal. So, da ist es nämlich. Da hier aber Elektro-Pokémon auf uns warten, wechsle ich da lieber mal zu Andel. Das ist, glaube ich, eines der einzigen Pokémon, die das überhaupt abkönnen. Ach ja, ne? Hab ich ganz vergessen. Wir spielen ja Randomizer. Da hat sich das natürlich erledigt mit hier warten Elektro-Pokémon auf uns. Ja, ein Nidorino! Das nenne ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich nenne dich Random. Random. Zack. So. Ist das hier richtig, was ich mache? Das war scheiße, da hätte ich drauf gesollt. Knocker. Und ein Jurop. Machen wir ein bisschen hier. Mega Batsch. Das sind ja immer Erfahrungspunkte, die wir nicht ausschlagen wollen. Oh, das hätte ich gern gehabt. Oh, scheiß Gesang. Naja, jetzt können wir eigentlich aufs. Na, dann kann ich eigentlich doch aufs Skydle wechseln. Wobei dann natürlich die Elektrobälle sind, ne? Das ist natürlich nicht so clever dann, letzten Endes. Warte mal. Dann wechsle ich doch immer wieder Zug auf Andel. Nidorino! Ist. Es ist vergiftet, ich kotze ab. Also hier sind keine keine Trainer, können wir glaube ich schon mal so sagen. Merkt man ja auch. So. Oh Gott, renn. Renn. So, jetzt gehen wir gleich mal nach links. Ich hätte ja auch Schutz einsetzen können, aber ich will irgendwie nicht. Digga, Punch. Ich punche lieber die Pokémon. So, das ist es nämlich. Ich flüchte da einfach. Ein Paralyseheiler können wir nicht mitnehmen, weil mal wieder scheiße, voll ist, kacke blöd. Machen wir mal HP ab hier. Wir hatten wenig HP. Komm, Skylar, wenig HP. Und Voltoball. Full Health. Müsste Hyperheiler sein. Wobei das ja noch niemals stimmt, weil Hyperheiler macht ja gar nicht Full Health. So, jetzt schalten wir auch den Generator ab. Ist ja easy. Ich weiß gar nicht, was hier passiert wäre. Explosion oder so? Kann ich gar nicht sagen. Also die Story habe ich auch nicht mehr. Donnerstein, den möchte ich aber haben. Attack. Attack ist gut, Attack ist gut. Nicht beides hier, unser Pet. Lapras. Schade, ey. Also Lapras hätte ich gern gehabt. Wiesel, heißt das so? Ich glaube ja. Ja klar, jetzt wo ich auf dem Weg nach draußen bin, kommt in jedem Schritt ein Pokémon. Klar. Ich hätte ja mal irgendwie gerne ein Elektro-Pokémon gehabt, weil wir sowas an sich ja auch noch gar nicht haben. Auch das Sundermon hätte ich gerne gehabt. Weil wir an sich auch ein Feuer-Pokémon gar nicht haben. Ich meine, so ist es.
ne? Da können wir auch nichts gegen sagen. Wir haben generell komische... ein sehr komisches Team, muss ich auch sagen. Wenn wir überlegen, Ultraball, dass wir viele Vogeltypen haben. Oder hatten. Was ja auch mal zu beachten ist. So, wir kriegen 24. Das ist Donnerblitz. Das freut den so unglaublich, den guten Walter. So, jetzt ist er auch nicht mehr hier. Ich brauche ein paar Super Potions wieder. Kann man gar keine leisten. Das ist auch super. Man merkt, lange nicht mehr gekämpft. So, in dem nächsten Part, ne? Kümmern wir uns um die Route da drüben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.